Einen wunderschönen guten Nachmittag. So, Super Mario 3D World, machen wir ein bisschen weiter. So, wir starten rein. Super geiles Spiel bis jetzt. Und vor allem das, was mir so ganz gut gefällt. Auch gar nicht allzu schwer bis jetzt. Lässt sich bis jetzt entspannt spielen. So, ich freue mich weiterzumachen. Und ich erinnere mich an diese Rutschpartie. Wir haben jetzt nur ein Problem. Wir müssten nämlich an der einen Stelle, ne, wisst ihr noch, an der einen Stelle, wo wir da runtergesprungen sind, war hinten auf dem einen Turm der eine grüne Stern, an dem wir nicht dran kamen oder noch nicht genau wussten, wie. Jetzt ist nur die Frage, wir brauchen, also ich könnte mir vorstellen, dass wir dafür einen Tainuki brauchen. Die Frage ist nur, wie bekommen wir jetzt am besten einen Tainuki? Wo bekommen wir den her? Können wir uns irgendwo Items mal noch so besorgen außerhalb von Leveln oder müssen wir hier ist auch ein Tainuki drin, ne? Achso, ne, hier ist eh egal, was man macht. Man bekommt eh keine Items, man bekommt nur Münzen, ne? Auch wenn man drei Blätter, sag ich jetzt mal, bekommen hätten. Hallo Lisa, moin, was geht? Hätten wir auch wieder nur Geld bekommen und kein Items, ne? Wir haben jetzt das Problem, wir brauchen einen Tainuki. Wisst ihr, wie wir das machen? Wir gehen jetzt erstmal weiter in das nächste Level. Schauen, ob wir da einen Tainuki bekommen. Und wenn ja, nehmen wir den mit. Ne, nehmen wir den Tainuki-Schwanz oder versuchen den Tainuki-Schwanz mit ins Ziel zu nehmen. Und dann gehen wir nochmal in diesen Bergsprinter, in dieses Bergsprinter-Level rein, weil extra dafür jetzt mal in irgendein Level zu gehen, um zu schauen, ob man da einen Tainuki bekommt. Und dann, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Level es jetzt einen Tainuki gab und in welchem Level nicht. Das ist halt ein bisschen problematisch. Wenn wir mal in einem Level sind und zufällig einen Tainuki-Schwanz bekommen, sollten wir halt nur daran denken. Sollten wir nur daran denken, dass wir dann nach dem Level nochmal diesen Bergsprinter machen. Oh. Guck mal hier, Lisa. Das ist auch wie eine Wippe, oder? Das hier funktioniert bestimmt wie eine Wippe. Oh. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass wir nochmal ein bisschen zurückfahren. Schwierig. Jetzt sind wir schon kleiner. Wir können unsere Feuerblume natürlich benutzen. Ja, das machen wir auch. Feuerblume, damit wir auch mehr Chancen haben. Oh, damit wir auch mehr Chancen haben. Das ist wieder. Genau so. Genau so eine Wippe ist das. Damit wir auch eine Chance haben, wenn wir einen Tainuki bekommen, den so als Backup unten zu lagern. Ja, da hinten ist irgendwas Ziel. Ist egal. Wichtig ist erstmal, dass wir das Level jetzt nochmal meistern. Und ich weiß echt im Moment wirklich nicht, wie man das am besten macht, ne? Wenn man in einem Level ein bestimmtes Power-Up braucht. Oh, verdammt. Das war jetzt nicht gut. Achso, man kommt noch da hoch. Oh, ich habe nichts gesagt. Wenn man in einem bestimmten Level ein bestimmtes Power-Up benötigt, um weiterzukommen, wie man dieses dann am besten sich schnappt. Ob man irgendwie in der Levelauswahl vorher noch sehen kann oder ob man sich das merken muss, in welchem Level man welche Power-Ups bekommen hat. Ich weiß, dass wir in einem der letzten Leveln einen Tainuki-Schwanz schon bekommen haben. Ja, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem das war. Ey, hinter jedem Wasserfall gibt es Höhlen. Okay, offenbar nicht. Okay. Erstmal die Bienen, sich um die Bienen kümmern. Nicht gut. Die Wippe macht das natürlich jetzt hier nicht einfacher. Oh! Wir können so die Gleise umstellen mit dem Block. I see. Hier gibt es versteckte Blöcke. Das war easy. Oh, ein Powerstern. Aber wofür? Okay, Moment. Lass uns dafür einmal ausnutzen, dass wir... Oh, kriegen wir den kaputt?
Oh, das war close. Aber hey, wir haben den kaputt gekriegt. Das macht die Sache uns, für uns jetzt natürlich ein bisschen einfacher. Gibt es hier oben noch mehr? Aber man kommt so nicht hoch, ne? Konnte man nicht... Ah doch, das geht. Man muss nur im genau richtigen Moment... muss man nur springen drücken. Aber dann kommt er nicht mehr zurück. Ah, wir machen das einmal mit dem Doppel... Mit dem Wandsprung machen. Viel zu einfach. So. Also, jetzt gehen die Gleise im Moment noch im Kreis. Und jetzt gehen sie noch da. Warum sollten wir jetzt überhaupt im Kreis fahren wollen? Wollen wir nicht. Wir wollen sofort weiter, oder? Ey. So, Vorsicht, das ist jetzt wie eine Achterbahn. Das ist jetzt nicht mehr wie eine Wippe, das ist jetzt wie eine Achterbahn. Ui. Ja, 30 Sekunden. Ach ja, immer diese Zeit. Das wird heute bestimmt auch nochmal locker vorkommen, dass wir wegen der Zeit sterben werden. Mit Sicherheit kommt das heute auch mal vor. Weil ich einfach dieses wunderschöne Spiel... Easy. Weil ich einfach dieses wunderschöne Spiel genießen will und uns das Spiel einfach alles kaputt macht, indem es uns die Zeit ablaufen lässt. Da haben wir jetzt hier noch irgendwo was übersehen? Nee, ne? Nö, hier gibt's nichts mehr weiter, okay. Badam, bam, 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 bam. Komm schon, wir brauchen irgendwo einen Tainuki-Schwanz. Irgendwoher einen Tainuki-Schwanz. Und mit dem Tainuki-Schwanz sollte das einfach. Obwohl, kann man mit dem Tainuki-Schwanz so weit fliegen? Das ist es eben, ne? Bevor wir jetzt noch gezielt einen Tainuki-Schwanz suchen gehen und dadurch unnötig Zeit verschwenden. Und nachher klappt das mit dem Tainuki gar nicht. Machen wir jetzt mal die normalen Level weiter, gucken so, was für Items wir bekommen. Und dann können wir nachträglich nochmal in das Level reingehen. Weil das Level dauert ja auch nicht lange. Ich glaube, das ist so am besten von der Zeit her. Ohne möglichst viel Zeit zu verschwenden. Oh mein Gott. Rote Münzen-Challenge hier drauf. Aha. Oh. Oh, das wird knapp. Das wird zu knapp. Das wird... Oh, wir haben es geschafft. Aber wir bekommen auch keinen Tainuki dadurch. Immer nur Feuer... Das ist das Level der Feuerblumen. Ja, ich wollte nur gucken, ob wir hier noch irgendwo was verpasst haben. Nee, er sieht gut aus. Okay, dann... Uiuiui, macht das Spiel schon wieder Stress. Ah, hier geht's weiter. Ui, ist das der normale Weg? Ja, das ist der normale Weg. Okay. Aber bis jetzt auch... Moment mal. Oh! Oh, lol, das geht! Weil ich war nämlich... Lol, das war jetzt echt nur Luck. Ich dachte, lass uns mal schauen... Ob man irgendwie da drunter kommt, weil ich mir das auch irgendwie komisch vorkam. Dass wir nur 2 Sterne bis jetzt hatten. Oh oh. Hä? Was? Ja, nein, Moment! Hä? Ja, oh no. Ja, jetzt haben wir bestimmt oben irgendwo einen Stern verpasst oder so, ne? Safe. Ne, hier ist der Stempel. Oh. Und hier, oh, ich sag doch, die Zeit läuft uns ab, Mann. Boah, ich hasse das. Hier ist das Ziel. Wo war der dritte Stern? Ja, der dritte Stern war mit Sicherheit bei den Wippen. Irgendwo oben bei den Schienen, ne? Da war mit Sicherheit irgendwo der letzte Stern. Da ging mir aber ein bisschen zu schnell und als wir einmal runtergefallen sind, hatten wir keine Chance, nochmal hochzukommen. Ah. So. Lass uns das nochmal machen. Das war jetzt ein bisschen fies. Das war jetzt ein bisschen fies.
Ja, wir brauchen die ganzen Sterne und sowas alles nicht jetzt einsammeln, die ganzen Items. Wir wissen jetzt, dass da nicht wirklich... Oh. Hä? Ach so, der war noch von letztem Mal aktiviert, Lel. Okay. Ja, wenn es einen Tainuki-Schwanz geben würde, würde ich ja sagen, yo, den sammeln wir uns nochmal ein. Aber gibt es ja nicht. Oh, wir müssen zurück. Wenn man einmal so durchrusht durch die Level, dann sind die ganzen Level tatsächlich gar nicht so lang. Die gehen super, super schnell. Nur, man will sich halt noch ein bisschen was anschauen und so, ne? Puh, knapp. Und ich will ja beim ersten Mal nicht einfach so durchrushen. Aber dann macht einem die Zeit dann Strich durch die Rechnung. Bam, 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 bam. So, also jetzt gleich aufpassen. Uiuiui. Also jetzt gleich aufpassen, da wo die Wippen gleich sind. Bam, 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 bam. Da wo die Wippen gleich sind, nochmal ganz kurz schauen, ob wir nicht da irgendwo den verpasst haben, den Stern. Da rechts unten ist er. Oh, habt ihr gesehen? Wie kommt man denn da hin? Nein. Hier lang? Aua. Oh, tatsächlich. Aber wie sollte man denn jetzt da ausweichen? Okay. Okay, aber sowas in der Art habe ich mir schon fast gedacht. Dass der Stern bestimmt da irgendwie... Nein, nein, nein. Jetzt nochmal hier gucken. Was ist jetzt das? Oh, shit. Wo springen wir denn hin? Das sah für mich so aus, als ob... Oh, aber der Stern ist gespeichert, das ist gut. Das sah von mir so aus. Oh Mann. Als ob... Das stimmt von der Seite da. Mann. Wir sind irgendwie nach... Also zu uns hingesprungen und irgendwie nicht nur seitlich. Verdammt. Oh. Au. Boah, diese scheiß Bienen, Mann. Ich bin perfekt gesprungen, aber irgendwie haben die uns noch mit ihrem Schnabel. Schnabel? Haben Bienen Schnäbel? Nein, Bienen haben keine Schnäbel. Warum haben die Schnäbel? Das sind keine richtigen Bienen. Das sind Mutantenbienen oder so. Oh. So, also. Jetzt hier war der Stern, das heißt, wir gehen nach hier und jetzt gehen wir nach hier. Nur gucken, dass wir auch richtig landen. Achso, das ist eine Abkürzung zum Ziel. Ja, easy. Okay. Aber leider nichts bekommen, was uns bei dem Bergsprinter weiterhelfen könnte, ne? Ich bin halt echt noch am überlegen, welches Item wir dafür gebrauchen können. Aber hier ist ein Pilzhaus. Wenn wir Glück haben, bekommen wir hier was. Bekommen wir hier einen Tainuki-Schwanz oder sowas. Wir müssen nur das richtige Geschenk finden. Wir nehmen das kleine. Fuck you! Wir starten neu und nehmen das große. Mann! Okay. Man müsste jetzt natürlich nur wissen, in welchem Level wir vorhin oder letzte Mal den Tainuki bekommen haben. Ich weiß das doch nicht mehr. War das hier? Oh, man sieht auch an dem Fähnchen, mit was für einem Charakter man spielen sollte. Aber da steht Mario. Ja, irgendwie kann das doch nicht stimmen. Okay, lass uns doch einmal kurz reingehen. Das Level ist ja nicht lang. Lass uns einmal kurz reingehen. Let's go.
und schauen, ob wir nicht hier noch irgendwo... Oh, eine Katze. Hier gibt es eine Katze. Kommt man da doch mit einer Katze hin? Gibt es deswegen hier am Anfang die Katze? Oh. Okay. Haben wir letztes Mal gar nicht den Baum überprüft, als wir das Level gemacht haben? Ungewöhnlich. Sollte man natürlich eigentlich tun. Müssen wir natürlich nur einmal schauen. Ich glaube, mit ZL macht man diesen 45-Grad-Sprung da, ne? Oder wie der heißt. Mal gucken, wann der nochmal kam, dieser Turm. Jetzt gleich irgendwann, oder? Na, jetzt hier nach der Rutschpartie. Nein! Hä? Wie geht der nochmal? So geht der. Ich bin nicht so erfahren in Mario und auch, vor allem nicht mit der Katze. Aber wir hätten es natürlich vorher einmal testen sollen. Aber der Sprint ist ja nicht lang, ist ja nicht schlimm. Es ist Y. Auf Y macht man diesen Sprung. Ich glaube, es ist gut, dass wir hier nochmal reingegangen sind, weil es funktioniert halt mit der Katze, ne? Wir dürfen die natürlich auch noch nicht dämlich verlieren. Manno! Aber ich habe irgendwie gedacht, wenn wir in diesem Speedboost schneller sind und sprinten, können wir die Pflanzen einfach und die Gegner einfach umrennen, aber das geht anscheinend nicht. Hätte ja sein können, dass das geht. Bei denen habe ich mich jetzt nämlich auch nicht getraut. Oh nein, nicht schon wieder. Pio, Glück gehabt. Oi, oi, oi. Beim Rutschen geht es ja auch. Warum geht es da nicht beim Sprinten? Diese Sinnhaftigkeit von Spielen. Ja, perfekt. Okay. Dann hätten wir das letzte Mal schon super easy bekommen können. Diesen Scheißstern. Nur wir haben den Baum nicht überprüft und deswegen keine Katze gehabt und deswegen konnten wir es ja auch nie ausprobieren. Was aber echt ein bisschen dämlich von mir war, muss ich ja zugeben. Nein. Aber so richtig miau. Moin, miau, miau. Miau, miau, Simon, miau. Schönen guten Tag. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Moin, wie war dein Tag? So, damit haben wir alles, ne? Gehen wir ab ins Bowser-Level. Gut, das höre ich gerne. Wunderbar. Das ist sehr schön. Und wird schon direkt der erste Stern angezeigt. Achso, Moment. Es scrollt! Oh mein Gott. Aber wir haben den Stern bekommen. Ich war gerade voll entspannt. Ich war so richtig entspannt. Und dann kam die Panik. Weil ich gecheckt habe, ey, das ist so ein Scrolling-Level. Wir müssen uns eigentlich beeilen. Fuck. Wow. Ja. Ey, hier ist ein Tainuki. Aber jetzt brauchen wir dich auch nicht mehr, scheiß Tainuki. Das ist ein cooles Level, wenn ich mich nicht erinnere. Meinst du das jetzt hier? Ich weiß nicht. Die sind irgendwie... Yo, der hat nicht im richtigen Moment... Oh, was passiert hier? Der hat nicht im richtigen Moment geschossen, der scheiß Kopf. Ihr könnt mich nie erreichen. Kommt man irgendwie rüber? Tanuki, nicht Tainuki. Oh, Tanuki. Entschuldigung. Herr Deutsch-Mario-Lehrer. Obwohl, Tanuki ist ja gar, ist japanisch, oder?
Rudi, der Große! Wo kommt der her? Auch Waschbär? Warum Waschbär? Hä? Wie, warum Waschbär? Ist hier irgendwo was versteckt? Yo, diese... Ach, jetzt kommen wir auf die andere Seite. Ja, Moment. Kann denn... Hallo, Captain Toad? Kann denn jetzt nicht sein, dass wir einen Stern verpasst haben? Nein, kann nicht sein. Her damit, her damit. Jetzt haben wir nur für den Endbosskampf kein Power-Up mehr. Oh, oh. Das heißt, ein Treffer und wir sind RIP. Doch nicht Waschbär. Hä, wie kommst du denn auf Waschbär? Yo, Stempel. Oh. Wie haben wir das denn geschafft? Nein, du! Oh, no. Ah! Sowas habe ich kommen sehen. Ich wollte den von hinten auf den Kopf springen, Mann. Ah! Was? Weil das im Englischen Raccoon Dog heißt und Raccoon ist Waschbär. Und das ist nicht gut. Boah, schieß doch einfach mal, du Scheißkopf. Ey, dieser scheiß Kugelwilli-Kopf geht mir voll auf den Sack. Es schießt nicht, wenn ich das will. Geht jetzt alle weg hier. Lass mich in Ruhe. Wir brauchen ein Power-Up für das restliche Level halt einfach. Oh. Man kann halt nicht bestimmen, wann der Kugelwilli-Kopf da schießt, sondern der schießt einfach so in einem bestimmten Rhythmus. Oh. Und wenn du halt dann halt Pech hast und im falschen Moment den nicht triffst und dann kommt ein Gegner auf dich zugeflogen, ja, ist halt tot. Okay, wir müssen mitweilen. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch irgendwas versteckt, aber ey, da ist doch bestimmt noch irgendwas. Aber wenn man das überprüfen sollte, dann stirbt man, weil man nicht mehr in die Röhre kommt. Sehr merkwürdig. Im Deutschen heißt das Ding Marderhund. Also streng genommen ist das Tanuki. Ach, der ist gespeichert. Wir brauchen da gar nicht hin. Okay. Also streng genommen ist das Tanuki ein Fabelwesen, was auf dem Marderhund basiert. Ach was, okay. Nicer Fact. Wie hieß die nochmal? Pompom, ne? War das Pompom? Ich weiß nicht mehr, wie Pompom funktioniert. Pompom teilt sich. Nur eine ist die richtige Pompom, und zwar du. Erkennt man an der Farbe ihres Boomerang-Messers. Da. Ah! Da, wo ist die richtige? Da oben. Tschu! Einfachster Kampf dieser Welt. Du hast schon mal überlegt, dass es da vielleicht noch eine Röhre gibt, beziehungsweise da du da direkt an die Röhre zum Boss rankommst. Oh, meinst du, da wäre eine Abkürzung gewählt? Ach so! Aber dann, genau, aber dann würde man den Stern von Captain Toad verpassen. Ja. Was ist das? Anscheinend nichts Besonderes. So, also das war einfachster Bosskampf dieser Welt. Ich glaube, Pompom heißt diese pinke Dame. Also die ist ja super schlecht. Bum Bum haben wir davor schon mal besiegt. Da ist sogar Pompom schwerer als Pompom. Oder rückwärts gesagt, Mop Mop. Das meine ich nicht nur, ich habe die einsame Kiste, die du nicht zerstört hattest, gesehen links. Achso, tut dir jetzt die Kiste ein bisschen leid. Oh ja, jetzt muss die Kiste nun mal alleine klarkommen. Alleine durchs Leben kommen. Arme Kiste. Da kann man auch mal Mitleid mit Kisten bekommen. Bring, 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 bring. Das ist so ein Spiel für mich, ne? Auch einfach so ein 2D-Mario, also 3D-Mario. So eine Mischung daraus irgendwie. Oder, ne? Und, so ein 2D- bis 3D-Mario, immer so, je nachdem, welche Passage man hat, ne? Aber super easy bis jetzt.
Hallo, Herr Philo. Einfach so ein entspanntes Runterspielen. Ohne große Schwierigkeiten, ohne sich abzurackern. Einfach nur entspannt zocken. Das ist sowas, ist was für mich, ne? Hallo, schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Lieber Simon, lieber Marcel, liebe Lisa. Liebe alle, die noch da sind. Sagt der Philo. Katja. So, Welt 3 ist fertig. Ich glaube sogar auch komplett fertig.